motiviert. Um was geht es mir eigentlich bei dem Ganzen? Ich durfte die letzten 7 Jahre riesen Vollgas geben in Bezug auf meine persönlichen Ziele. Ich sage mal, im Fokus sind gestanden, beruflich weiterzukommen. Und das Wissen wollte ich unter anderem dir weitergeben. Weil ich das Gefühl habe, oder zur inneren Überzeugung bin, dass das, was ich erlebt habe, mit den Menschen, die ich zusammen haben durfte, Sachen aufbauen, ein riesen Mehrwert ist, wenn du das weißt. Warum das Ganze? Weil wir können Firmen aufbauen, Firmen können gründen von null an. Also irgendein neues Projekt starten, wenn du irgendeine Idee im Kopf hast, ist immer das, sagt ein ganz, ganz weiser Mensch in meinem Leben, 10%, wenn du eine Idee hast. Und dann kommt eigentlich erst die Arbeit. Aus diesem Grund wollte ich dich mitnehmen, dich begleiten in Konzepte, die wir aufbauen, in Firmen, die wir gegründet haben, in Umsätze, die wir gemacht haben und ganz, ganz wichtig, in Misserfolgen, die sie passiert. Und von denen gibt es nämlich sehr, sehr viel. Aber aus all denen haben wir können lernen, für das Wissen, das wir heute haben, weiterzugeben. Und für das ist kurz motiviert. Kurz motiviert ist für einen Fortschritt im Persönlichen, weil das ist die Basis eigentlich für alles, und aber im Fokus, im Bezug auf das Berufliche, wo du dich selber kannst weiterentwickeln kannst. Darum mache ich das Ganze und darum habe ich das Ziel, dir Insights, also Praxiswissen weiterzugeben mit Fakten aus dem, was wirklich passiert und nicht nur bla 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 mit der Einstellung, schaffst alles, ist ein wichtiger Teil, aber es braucht viel, viel mehr. Und ich finde das ganz wichtig. Ich habe das Interview geplant, das aber so lange ist gegangen, dass es echt viel zu viel ist. Darum hier kurz und knapp. Mein Ziel ist es, dich persönlich und beruflich zu inspirieren mit Sachen, die nicht erleben oder und durchmachen machen. Darum geht es kurz motiviert in dem Ganzen. Das ist ein neues Format, das ich kreiere. Und da muss ich wissen, was ankommt und was nicht. Ich muss von dir wissen, was gut ist. Ich muss aber von dir besonders wissen, was nicht gut ist. Du hast Inputs, die mir helfen können, Sachen richtig gut zu machen oder von mittelgut gut zu machen. Und darum bin ich auf deine Hilfe anweisen. Schreib mir direkt, kommentiere mir vielleicht auch, was du wissen willst, was du nicht hast verstanden. Dass das ganze Format kurz motiviert auch etwas ganz Cooles wird und weiterkommt.